Herzlich willkommen bei Wetter Online. Ganz so strahlend blau wie heute hier am Rhein wird es die nächsten Tage nicht mehr. Vor allem im Norden ziehen Wolken auf. Nennenswerten Regen bringen diese aber frühestens am Wochenende. Am Dienstag bleibt es mit Höchstwerten um 20 Grad recht mild für die Jahreszeit. Verbreitet wird es freundlich, etwas dichtere Wolken ziehen in einem schmalen Streifen vom Bodensee über den Harz bis zur Lüneburger Heide durch. Aber selbst da ist auch mal die Sonne zu sehen. Ein paar Tropfen sind die Ausnahme. Am Mittwoch nähert sich von Norden her ein Tief und es wird oft einen Tick kühler und auch wolkiger. Meist grau bleibt es nördlich einer Linie von Köln bis Berlin. Dort legt der Wind zu. Nach Süden hin zeigt sich auch mal die Sonne. Der Süden kommt dann auch am Donnerstag und Freitag in Sachen Sonnenschein am besten weg. Am Oberrhein sind sogar noch mal Werte um 25 Grad drin. Im Norden bleibt es etwas kühler, windiger und wolkiger. Zwischendurch zeigt sich aber auch länger die Sonne. Tropfen fallen am ehesten an der Nordsee, ansonsten bleibt es überwiegend trocken. Dies könnte sich dann am Samstag ändern, wenn eine Regenfront das Land überquert.